Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play City War Nations. Wir sind an einer sehr gefährlichen Stelle, fällt mir mal so spontan auf, ne? Stehen geblieben und gehen jetzt wieder hinunter und legen uns schlafen, denn es ist Nacht. Nachts schläft man für gewöhnlich. Und ich werde in dieser Folge, was werde ich denn in dieser Folge mal machen? Ich werde, erstmal mein Material wegbringen, beziehungsweise gleich mal einschmelzen. Hallo, Mr. Zombie. Und dann an meinem Haus weiter feilen. Hier ist Holz drin. Gut, gut. Ich wollte aber eigentlich an den nicht vorhandenen Öfen ran. Das ist ja jetzt ein bisschen suboptimal, muss man sagen. Warte, das ist doch Eichenholz. Genau, Eichenholz kann ich da mitnehmen. Truppenholz nehme ich natürlich auch mit für die Gemeinde. Für die Gemeinde. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um dem Gott des Todes zu huldigen. Und bitte beten Sie mit mir jetzt live und in Farbe den Gott des Todes an. Ich würde mich sehr darüber freuen. Das sieht eh alles kacke aus. Egal, was ich mache. Kann man das so ungefähr lassen? Ah ja. Schön ist es nicht, aber selten. Was wollte ich noch machen? Ich würde auf jeden Fall mal... Habe ich da oben nicht die Öfen hingepackt? Es tut mir leid, Leute. Aber ich bin ein bisschen verpeilt. Denn ich komme gerade von der Arbeit. Und denke mir... Nimmst du mal eine Folge CBN auf? Eine Folge CBN. Und und ich baue mir noch passen da drei. Da müssten eigentlich drei Öfen hinpassen. Dann baue ich mir hier zwei. Ne, brauche ich hier sechs da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, das geht nicht auf. 6. Doch. Das müsste ja aufgehen. Da geht sogar fast genau auf. Ist ja angenehm. Du Trollo sollst doch da einen Ofen drauf platzieren. Nicht den Ofen anklicken. So. Wie hab ich denn gerechnet? Alter, Mathe-Genie oder was? 6. Ja, genau. 6 passen da, wahrscheinlich nicht den. Also insgesamt schon, natürlich, da habe ich selbstverständlich recht. Ich meine, ich bin ein fucking Mathe-Genie. Aber, ja, ne? Ist er selber. Ich baue mir dann noch eine Werkbank. Dahin, einfach weil es dann schöner aussieht. Und dann könnte ich hier oben, was könnte ich denn hier mal noch draufstellen? Hier könnte ich eigentlich. Oh, eigentlich gar nichts draufstellen, ne? Ja, eigentlich nicht. Ich könnte das so lassen. So, und hier mache ich ja meine Schlafkoje hin und dafür brauche ich erstmal Traben. Und die Traben mache ich aus Tropenholz. Das sieht so kacke aus, ne? Also das sieht wirklich kacke aus. Also, nee, das kann man ja nicht benutzen. Nee, also wenn wir Eichenholzbretter genommen haben, dann verwenden wir das auch weiter, würde ich sagen. Ich glaube aber, ich mache hier gerade Quatsch, weil wir haben noch sau viele Treppen im Lager. Deswegen, aber ich mache doch keinen Quatsch, weil ich kann ja auch ein paar Truhen machen. Und zwar brauche ich genau 3 Stück. Und kann denn hier zack, zack. Genau, das muss ja aufgehen. Und da noch eine hin und hier kommt die, die da unten steht. Kommt schon mal mein Holz rein. Natürlich alles schön geordnet, wie das so sein muss, quasi. Und die beiden oberflüssigen Öfen. So, und warte mal, hier an den Brauständen könnte ich eigentlich Zeug zum Brauen reinpacken. Manchmal, aber obwohl, nee, ich werde nicht mehr alles im Lager auch noch besorgen. Ich habe auf jeden Fall noch Schilder und alles Mögliche.
nehme jetzt einfach mal was aus dem Lager heraus. Ich baue mal diese Kiste hier ab. Da kriege ich ja auch schon einiges. Das Wahrzeichen hier sieht immer noch sehr komisch aus. Finde ich persönlich. Ich habe übrigens wieder Musik im Hintergrund an. Man hört sie leise vor sich hin nüdeln. Wirklich sehr leise. Das sind doch Eichenholzbretter, oder? Ja, genau. Das sind keine Eichenholzbretter und ich nehme ja vorsichtshalber hier diese Dinger mit. Und mehr brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Oh, komm. Eigentlich, naja, nee, komm. Ich hatte gerade eine kurze Idee, da so einen Rahmen hinzubauen, aber, ach, nee. So, jetzt muss ich mal kurz bei Niggi ins Haus und da gucken, wie es bei ihr gebaut ist. Den ich will so ähnlich machen. Beziehungsweise, nein, ich würde es eigentlich genauso machen. Wo geht's denn hier hoch? Ich glaube hier an der Seite irgendwo. Ah, hier genau. Mensch, also ich muss schon sagen, Niggi hat ein verdammt cooles Haus. Hier so mit Esstisch und alles und hier mit Balkon. Guck mal, hier ist das. Das ist eigentlich ganz geil gemacht, muss ich sagen. So ein Futon. Quasi. Ich mache aber 4 Betten, weil bigger is better. Und immer, Männer wollen immer die besten sein. Allen. Und außerdem 4 Betten für die 4 Leute in unserer Stadt. Weil wir aktuell nur 4 sind. Keine 5. Dafür brauche ich aber noch Wolle. Haben wir Wolle vielleicht? Joa, es sieht jetzt eher nicht danach aus. Wir haben Schnee. Wir haben weiße Wolle. Ein bisschen haben wir noch. Aber wir brauchen noch mehr. Deswegen würde ich sagen. Schnibbidi, schnabbidi. Und hier kommt mal das rein. Der Glowstone Staub kommt hier rein. Redstone kommt da rein. Die Schleimbälle können wir auch mal hier reinpacken. Brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Was haben wir hier noch? Zombiefleisch kann hier rein. Oh, wir haben zu viel Zombiefleisch. Das müssen wir alles. Ich muss auch mal einen Mülleimer für die Stadt bauen. Den könnte man, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Das können wir da noch einpacken. Die Kartoffel auf jeden Fall. Kartoffel kommt eigentlich bei Food rein, aber ist egal. Kakaobohnen kann man da reinpacken. Und Kies können wir hier. Kies kommt, glaube ich, bei Stein mit rein, obwohl das Quatsch ist. Das wird eigentlich bei Erde mit rein. Deswegen packe ich den Kies mal bei der Erde mit rein. Wo auch die Erde reinkommt. Die ich, ja, mein Schwert natürlich nicht. Nein, die Wolle auch nicht. Sondern das hier. Mehr gibt's nicht. Nee, eigentlich brauche ich das Schild nicht. Ich brauche eigentlich nur Holz und ganz viel ey, ich wollte das Schild reinpacken. Bin ich behindert oder so? Also jetzt nicht, dass ich was gegen Behinderte hätte, aber ja. Mensch. So. Jetzt aber mal auf Schafjagd. Schafsjagd. Ich hätte auch gleich Weizen mitnehmen können und alles, um die Tiere zu vermehren. Aber man kann ja nicht immer an alles denken, meine Freunde. Ah ja, hier mal vorsichtshalber auf. Wir haben hier nur ein Schaf. Aber das macht nichts. So. Heben wir auf, falls wir die Hühnerfarm doch irgendwann nochmal umbauen. Und wir werden sie irgendwann umbauen. Das verspreche ich euch. Wir werden sie irgendwann funktionell machen. Also ich weiß schon, wie man eine funktionelle Hühnerfarm baut. Das ist jetzt nicht das Problem. Längst hatte ich mir im Internet eine Lösung rausgesucht. Und die scheint nicht so ganz zu funktionieren. Ich kann jetzt aber nicht genau bestimmen, woran das liegen könnte. So, ich schere hier mal alle Schafe. Nein, nein, zu. Oh, oh. Gottes Willen. Nicht, dass die. Wäre cool, wenn die Schafe so vor der Schere weglaufen wollen. Aber haben Schafe davor Angst, geschoren zu werden? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, die kennen das schon und die akzeptieren das einfach. Die haben da kein Problem mit. Die wachsen ja so auf, dass sie halt irgendwann geschoren werden. Ich glaube, die gewöhnen sich da irgendwann dran. Bin mir aber nicht sicher, hab nämlich keine Ahnung. Und deswegen höre ich auf, Halbwahrheiten zu erzählen. Und gehe hier raus. So, auch nur das halbe Haus ist grün irgendwie. Ja, weil wir hier in der Savanne sind. Na, guck mal, da oben ist doch was, oder? Ist das was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Ich würde es gerne erkunden.
muss ich ehrlich zugeben. Aber ich weiß nicht, was es ist. Ich will es einfach wissen. Why you no burn, asshole? So, haben wir jetzt alles für Betten? Ich hoffe mal, ja. Wenn nicht, gib das auf den Sack. So. So. Hier hochklettern schön. Ist meine Musik alle? Nee, sie ist nur gerade sehr leise. Zack. So, hier kommt nichts weiter rein. Ich kann mal hier so ein bisschen Fuden oder sowas reinmachen. Holz brauche ich noch, ne? Guck mal, da haben wir noch dieses sehr, sehr hässliche Tropenholz, das wirklich sehr hässlich aussieht. Da können wir noch mal... Wir brauchen noch 3 Betten. Ja, ich bin doof. Ich weiß, danke. Braucht ihr mir nicht sagen, ich weiß es selber. Vielen Dank. So, 3 Betten. Und dann geht's auch schon los. Quasi. Obwohl, ne, hier geht's ja auch runter, ne? Und hier kommt man ja auch von oben. Ne, das ist eine doofe Position für die Koje. Pack ich die mal lieber hier hin. Obwohl, hier hat man nur den... Wie guckt man halt direkt aufs... unser Haus, ne? Das ist auch cool. So, wo stelle ich denn die Betten auf? Ich würde sagen, damit die 4 nebeneinander passen, müssen wir die hier einmal, und da einmal. Schon mal noch das letzte Bett. Dann kann ich mich auch gleich zum Pennen hinlegen. Natürlich jetzt mein Spawnpoint weg, aber es macht nichts. Ich lege mich ja gleich zum Pennen hin. Wunderbar. Und dann ist mein Spawnpoint wieder gesetzt. Sehr geil. So, ne? Und dann machen wir mal. Ich probiere erstmal, wie es aussieht mit diesen Dingern nur. Das geht auch, ne? Also es würde rein theoretisch auch nach was aussehen, irgendwie. Könnte auch Treppen nehmen und sie hier oben hin. Nein. Nein, das sieht scheiße aus. Warum baue ich das nicht mit der Axt ab? Ne? Kann man das mal einer verraten? Nee, wir machen das mal so. Quasi als Bettstütze. Hier packen wir nochmal welche drauf. Machen denn einen auf diesen hier. Was? Achso, man kommt da nicht, weil Blätter und so. Okay. Und dann hier noch welche hin. Okay. Dann würde ich sagen, kommt hier auch noch eins hin. Und hier auch noch. Damit die Lichtquelle auch ja verdeckt wird. So, da ist das Glas. Hier haben wir doch auch eine gemütliche Schlafkur. Hier. Können wir noch hier das rein theoretisch. Rein theoretisch. Kann man das so hier. Guck mal, kann man das auch ein bisschen erhöht machen eigentlich, oder? Könnte man doch hier so. Gucke mal. Aber dann könnte man die Betten auch ein bisschen erhöhen. Dass man hier so quasi so hoch geht auf diese Anhöhe, auf diese Schlafanhöhe. Ist mein Spawnpoint wieder weg. Mensch! Immer das mit dem Spawnpoint. So, und jetzt die Betten. Hallo? Hallo? Das geht wohl nicht auf so halben Lücken. Jetzt müssen sie doch da drauf stehen. Muss ich das noch eins hochmachen? Das geht so natürlich nicht. Also so können die Betten ja nicht stehen, das geht nicht. Ja, das war Holz, danke. Ich brauche aber ein Bett. So. Genau, dann kann man halt ein bisschen mehr hochgehen, ist ja auch... Guck mal, geht man hier so hoch und kommt hier nicht hoch, weil... Das ist auch sehr geil, man kommt hier einfach nicht hoch, weil die Blätter da im Weg sind. Verdammte Scheiße. Ist einfach zu flach. Scheiße. Okay, dann muss ab hier... Müssen denn die Blätter halt weg, oder macht ab hier...
das Blatt weg, ein bisschen weichen quasi. Jetzt kommt man hier zumindest hoch. Aber hier nicht. Ja, muss das Blatt weg. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Saplings raus. Wir brauchen zwar keine, aber vielleicht. Aber ich glaube, der Baum weiß schon gar nicht mehr, aus welchen, also welche Saplings er, wenn dann, raushauen sollte. Ich glaube, der Baum ist zu verwirrt. Wir haben noch eine Schere. Warum baue ich das nicht mit der Schere? Genau, so. Guck mal, und hier können wir dann noch Treppen hinbauen und hier Glas. Blöcke. Oder halt wieder Laub. Nein, du nicht. Du Laub. So. Na guck mal, jetzt ist das hier doch ein bisschen ausgeschnitten zwar, aber ist doch völlig okay, würde ich sagen. Kommt die Probleme so hoch, kann sich den schlafen legen. Ist natürlich nur hier mit den Treppen jetzt doof aus, ne? Machen wir dir das hier weg. Huch. Das wollte ich nicht. Wollte die Fackel da natürlich nicht wegbauen. Kommt da wieder hin. Ja. Jetzt mal hier, jetzt ganz hässlich, aber nötig. Jetzt so Bretter hin. Die sehen echt hässlich aus, ne? Mega hässlich, aber gut. Und dann halbe Blöcke drauf. Zack, 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 zack. Und hier auch nochmal zack. Genau, und dann geht das hier ein bisschen hoch. Und dann kann man hier... Könnte man auch noch so eine Art Balkon dran bauen. Das wäre eine Möglichkeit. Finde ich. Ich brauche wieder eigentlich halbe Bretter, um das hier ein bisschen... abschließend zu machen. Soll ich da einen Balkon dran bauen? Wenn denn so eine Terrasse, würde ich sagen, oder? Wenn hier so hoch geht. Nach dem Nickerchen. Nach einem kleinen Schläfchen, ne? Nachmittagsschläfchen und hier geht's runter, ne? Kann man sterben, wenn man denn möchte. Und ich würde sagen, hier geht's dann so zum Balkon raus. Und dann baue ich hier so einen Balkon dran. Das ist doch mal eine richtig geile Idee, muss ich doch mal sagen. Muss ich mich mal selbst loben hier. Hast du gut gemacht. Gut ausgedacht. Richtig geile Idee. Eisen habe ich jetzt gut was da. Eisen und die anderen Wertstoffe können auch alle hier rein. Und I need some what? Woody McWooden. Und das Tropenholz könnte ich eigentlich für den Balkon verwenden. Und ich brauche Zäune ganz dringend. Wie viel Zeit habe ich noch? Noch 2 Minuten. Sehr gut. Noch 2 Minuten Zeit, da schaffe ich alles. Und hier, ja, das steht jetzt leer, ne? Steht jetzt erstmal halt leer. Weiß ich jetzt auch nicht. Mr. Bogenschütze! Stirb! Danke! Was habe ich das eigentlich verzaubert? Ah, Scheiße. Das andere Nemesis, der Gliederflüster. Das ist ja auch Quatsch. Das ist ja. Weiß ich auch nicht. Das ist ja was ganz komisches. Ist das ja. So, dann kann ich hier nochmal ein paar Zäune bauen. Das wäre super nett. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche, aber vorsichtshalber lieber zu viele haben als zu wenig. Zack, oder warte mal, 3, das geht doch nicht auf. Stimmt allerdings, ja, da habt ihr recht, das geht nicht auf. Oh, guck mal, die Sippen bauen wir mal hier rein. So, warum ist der Stein drin? Das ist jetzt natürlich völliger Quatsch. Kommt natürlich kein Stein rein. Von unten muss es noch... bisschen verbessert werden, würde ich sagen, aber sonst sieht unser Haus so eigentlich ganz gut aus. Finde ich jetzt, würde ich jetzt so als Laie behaupten. So, und hier kann dann der Balkon hin. Ich mache mein Tropenholz in die Hand und hoffe nicht runtergeschossen zu werden von etwaigen Freunden.
Mal stehen mal erstmal 3 lang. Und wie viel breit? Auch 3. Würde ich sagen, mache ich erstmal so einen etwas quadratischen Balkon. Man muss ja auch nicht gleich übertreiben, oder? Obwohl, naja, kommt 4. 4 ist schon okay, würde ich sagen. Das ist ja. Ich will ja auch ein bisschen Platz haben, ne? Ja, auf Balkonien soll es ja auch schön sein. So. Und zwar sind das jetzt 4. Die Blätter mache ich immer weg. Unkraut hier im Gesicht. Das muss ja nicht sein. Ja. Das ist ja dann auch nicht so schön. So. Gucken wir mal. Und dann zur Sicherheit ein paar Zäune drumherum. Zack, 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 zack. So, das ist doch mal ein Balkon, ne? Guck mal, kann man hier schön nach dem Niggerchen, kann man hier schön, wenn man hier reinkommt, so, nachts geschlafen, erstmal guten Morgen, Bugs und Welt. Das ist doch mal. Ist doch mal was Feines, würde ich sagen. Ne? Ja, überall Fackeln platzieren, damit man ja auch sich des Nachts nicht fürchten braucht. Nicht wahr? Und ich würde sagen, mit dieser schönen Aussicht entlasse ich euch. Und sage tschüss und bis zum nächsten Mal bei City War Nations. Das Haus ist wieder ein Stückchen schöner geworden, finde ich. Ein Stück funktionaler, was dahin kommt. Das und viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von City War Nations. Also Leute, bis dann und ciao.